die Reinigung im Wasser. Schmetterlinge. Und das fließt um mich herum. Das macht klar. Das macht wahr. Das ist natürlich. Die Natur. Das ist unsere Natur. Das, was unseren Körper darstellt, kommt aus der Natur und geht wieder in die Natur. Ja. Und der Schmetterling hat eine ganz lange Zunge, mit der er meinen Schweiß schleckt. Denn auch das ist natürlich. Das scheint ihm wirklich zu schmecken. Und doch ist dieser Körper nur mein Raumanzug. Mein Raumanzug für meine Seele. Und ich werde ihn wieder ablegen, wenn ich wieder von dieser Welt gehe. Das muss nicht lang sein. Das kann auch nur einen kurzen Moment sein, um einen neuen Raumanzug anzuziehen, denn diese Raumanzüge haben die Eigenheit zu wachsen. Erst ist er ganz klein, und dann wird er größer. Und irgendwann ist wie die Batterie alle. So war es jedenfalls bis jetzt. Über die vielen Leben. Immer wieder haben wir das erlebt. Und meistens ist er schneller gealtert, weil mit unserem sich Selbstbewusstsein etwas geschehen ist. Denn wir sind nicht mit der Seele allein im Körper, sondern da ist auch noch ein ganz wichtiger Teil, das sich Selbstbewusstsein. Das ist ein Teil unserer Forschung. Und in diesem Ausmaße, wie wir das haben, unterscheidet es uns auch von den Tieren. Der Schmetterling, der hier auf meinem Bein sitzt, hat dieses sich Selbstbewusstsein in der Form nicht. Nicht einmal das Reh oder die Gams in der Form. Das ist wirklich was ganz Besonderes an uns, aber es ist auch die große Herausforderung. Denn unser Sich-Selbstbewusstsein ist in der Lage, wie eine parallele Dimension aufzubauen, indem ich plötzlich glaube, etwas wäre so oder so. Indem ich plötzlich werte, sage, es ist gut oder es ist schlecht. Allein diese Gedanken, die wir haben, die ja nur mit einem sich Selbstbewusstsein gehen, ändern tatsächlich alles. Es ändert sich mein Umfeld. Ich nehme es anders wahr. So können zwei Menschen an dem gleichen Platz sein und der eine wird es als schlimm, als schlecht empfinden
und der andere als wunder, wunder, wunderschön. Das ist eine große Gabe, die wir hier auf der Erde haben. Ja, wir haben diese Gabe erforscht. Es war ein ganz wichtiger, wichtiger Teil unserer Forschung. Denn wir wollten das emotionale Feld erforschen. Und das sind wir. Wir haben dieses 4D auf die Erde gebracht. Der Schmetterling, der ist 3D. Im Grunde ist es ihm wurscht, weil er nicht wertet, weil er einfach ist. So ein bisschen können wir uns daran erinnern, wenn wir als Kind auf die Erde kommen. Wenn der Raumanzug noch ganz frisch ist. Dann ist nämlich dieses Sich-Selbstbewusstsein noch nicht ausgeprägt. Ein Großteil dieses Sich-Selbstbewusstseins wird programmiert von den anderen Seelen, die uns umgeben. Die zum Beispiel sagen, das ist schlecht oder das hast du schön gemacht. Das prägt sich sehr schnell tief ein und begleitet unser ganzes Leben, wenn wir es nicht wandeln. So nehmen die Menschen in den verschiedenen Kulturen die Welt auch ganz unterschiedlich wahr. Indigene Völker haben eine ganz andere Verbindung zur Natur als die, die in großen Städten leben, weil sie die Welt anders programmiert bekommen. Natürlich wollten wir beides erfahren. Wir wollten schon auch sehr deftige emotionale Zustände durchleben. Wir wollten wissen, wie das ist. Wie das ist, wenn wir scheinbar von außen her gequält, manipuliert werden. Aber jeder, der das erfahren wollte, musste es auch tun. Und jetzt, wo diese Forschung des emotionalen Felds so gut wie beendet ist, geht es eigentlich nur noch darum, diese ganzen Programmierungen zu deprogrammieren. Indem wir uns erinnern, nicht das als wahrnehmen, was man uns erzählt hat oder gerade erzählt, sondern in jedem von uns gibt es ganz tief im Herzen, energetisch im Herzchakra, den sogenannten Seelendiamant. Das ist der Teil, den wir von zu Hause aus mitgenommen haben, also außerhalb der Erde, vom Ursprung. Und das Faszinierende ist, dass immer wenn wir unseren Raumanzug verlassen haben, also die Erde verlassen haben, dann kommen wir wieder wie nach Hause in unseren Seelenkreis. Da sind die Anteile aller Seelen, die mit uns über so viele Leben zusammen geforscht haben. Und egal wie grausam du deinen Körper verlassen hast, da gibt es keine Wertung. So wie beim Schmetterling. Aber es ist 5D, die fünfte Dimension.
Und dann gehen die Dimensionen weiter. Aber die nächste Dimension, wenn wir unseren Körper verlassen, ist die fünfte. Und wenn wir da ankommen nach einem Tod, ist größtes Einverständnis. Einverstanden sein mit dem, was geschehen ist. Weil dieses tiefe Wissen da ist, dass wir all das, was wir auf der Erde erlebt haben, wir auch genau so bestellt haben. Und das ist auch genau die Frequenz, die wir jetzt wieder installieren dürfen. Einverstanden sein mit all dem, was ist, mit all dem, was war, mit all dem, was sein könnte. Und dafür ist so eine Stelle sehr förderlich. Das fließende Wasser. Es kann ein kleiner Bach sein. Es kann sogar der Regen sein, in den wir uns hineinstellen. Es kann ein großer Fluss sein. Oder das Meer. Denn das Wasser, aus dem wir ja zum Großteil sind, ist ebenso mit allem verbunden. Es hilft uns auf der einen Seite, uns zu erinnern, und auf der anderen Seite, das loszulassen, was nicht zu uns gehört. So setze ich mich immer wieder in diesen Fluss des Wassers und lasse einfach kommen, was kommen mag. Ja, ich bitte sogar darum, die geistige Welt, der ich angehöre, dass sie mir zeigen mag, anhand meiner Gedanken, anhand dieser Filme, die im Kopf abgehen, anhand dieser Stimmen, dass sie mir zeigen dürfen, was ich loslassen darf, was quasi meine alte Programmierung ist. Und so lasse ich kommen und ich lasse gehen. Immer wieder. Und immer dann, wenn ich gedacht habe, wow, jetzt habe ich es eigentlich schon geschafft oder so, geht es eine Ebene tiefer. Ich habe auch jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass ich es geschafft habe, im Gegenteil. Am Anfang war das Loslassen noch sehr oberflächlich. Ich habe es immer wieder geübt im Leben. Jetzt geht es ganz schön tief rein. Aber es wird freudevoller. Ich kann das, was da geschieht, dass ich in dem Moment Geschenke empfange, immer wieder. Das Geschenk zu erkennen, was ich loslassen darf, was ich nicht mehr benötige. Ganz vieles ist natürlich in meinem Kopf, das ist immer der wichtigste Teil. Das ist der Teil, wo es startet. Und alles, was in meinem Kopf ist, wird mir im Außen gespiegelt. Und da sind wir wieder bei dem, so wie ich denke, ist auch das Außen. Also geht es darum,
diese Gedankenweisen, diese Programmierungen zu deprogrammieren. Einfach mit dem Fokus auf diesen Seelendiamant, der im Herzchakra ist. Was würde die Liebe sagen? Was würde die Liebe wollen? Wie würde sich die Liebe entscheiden? Wie würde die Liebe unsere Welt gestalten? Und das ist dann immer der nächste Schritt. Wenn ich meine Visionen einlade, die Visionen der Liebe, der fünften Dimension, denn ich bin mir bewusst, ich war von Anfang an dabei. Ich habe es erlebt, wie die Erde sein darf. Ja. Und deshalb bin ich auch unter den vielen, die jetzt etwas Tiefes ändern. Die das Kämpfen aufgehört haben. Weil jeder Kampf wieder Kampf erzeugt. Wenn ich mich für den Kampf entscheide, sagt die Existenz, okay, cool, du darfst kämpfen. Solange, bis du müde bist. Solange, bis du wirklich verstanden hast, was der Kampf ist. Und natürlich darf ich dieses Wissen weitergeben. Ich darf niemanden missionieren. Niemandem sagen, hey, so, mach doch lieber so oder mach doch so. Nein, das Karmische ist, es geschehen zu lassen. Und dass jede Seele das Recht hat, auch noch zu kämpfen. Okay. Aber wer ja sagt, darf mitgehen in die Natur. Auf einen Workshop. Auf einem Seminar oder sich ein Video anschauen, wo andere Seelen genau darüber erzählen, ihre eigenen Erfahrungen teilen mit der Gemeinschaft, mit all denen, die es auch wollen, aus tiefem Herzen. Das ist die Erde. Das ist der große Wandel, der jetzt für mehr und mehr hier stattfindet. Ich lade alle ein, es zu tun, wenn sie es spüren, vom Herzen her. Alle Programmierungen überprüfen, mit der Frequenz des Herzens abgleichen. Wie würde die Liebe es tun? Wie würde die Liebe sich entscheiden? In Liebe, Freiheit und meiner Wahrheit. Euer Christopher am Rhein.